Hallo ihr Lieben, ich habe noch ein kleines Unboxing für euch, damit ihr so mal seht, was in der nächsten Zeit nochmal auf euch zukommt, womit ich denn hier basteln werde. Hallo, willkommen bei mir im Atelier. Hier ist eure Tanja Hausmann. Ich versorge euch regelmäßig mit Ideen und Inspiration rund um euer Hobby. Und zwar habe ich mir ein paar Sachen ausgesucht. Einmal, das habe ich schon vorher ausgepackt, also das war ja in einem großen Paket. Das würde jetzt gar nicht unter mein Filmset hier passen. Deswegen habe ich das vorausgepackt. Also hier ist einmal diese Wolke. Da möchte ich ein Licht mit basteln. Das ist schon in meinem Kopf die Idee, was ich machen möchte. Und was ich auch bestellt habe, das sind noch ein paar mehr von diesen Stanzblöcken von Studio Light. Die finde ich richtig klasse. Man kann da richtig schöne Karten mitmachen. Vor allen Dingen, wenn man mal eben schnell eine Karte braucht. Und hat da schon fast fertige Designs zusammen. Kann man natürlich individuell noch machen. Ja, ich zeige euch jetzt erstmal, was ich denn hier habe. Einmal ist das dieser Block. Leaf and Home. Das sind 8 Designpapiere drin und 24 Motive. Diese 3D-Karten, die findet ihr ja auch ganz schön, wenn ich damit Videos mache. Deswegen habe ich mir gedacht, dann mache ich doch mal wieder ein paar mehr mit diesen 3D-Bögen. Zeige ich euch mal erstmal, was in diesem Block drin ist. Das finde ich auch ganz interessant. Das ist der erste Block. Das ist der zweite, Romantik Vintage, auch von Studio Light. Hier haben wir die Artikelnummer. Hier haben wir auch wieder Beispiele, was man mit diesen Block machen könnte. Also man muss hier jetzt nicht unbedingt nachbasteln, aber man hat halt schon eine Inspiration. Und bei dem Block ist mir aufgefallen, einmal sind natürlich wieder süße Herzchenkarten, romantische Karten. Und mir ist aufgefallen, ja, nicht nur Geburtstagskarten, sondern wir haben ja bald Muttertag. Hier haben wir auch einen Text drin gehabt, wenn ich mich nicht irre. Da. Also das ist zum Beispiel ein sehr schönes 3D-Motiv für eine Muttertagskarte. Werde ich auf jeden Fall mit euch machen. Also der gefällt mir auch sehr gut, der Block. Das ist dann hier der Block Roses, auch von Studio Light. Zeige euch dann immer hier die Artikelnummer, wenn ihr das irgendwo kaufen wollt. Finde ich auch sehr schön, die Motive. Lavendel Farben und Rosen. Ist auch ein sehr schöner Block. Das war einmal in meinem Paket. Und hier haben wir dann noch andere Sachen, die ich mir so ausgesucht habe. Und zwar einmal hier diese Stanzschablone. Die fand ich sehr interessant. Da kann man schon, ja, fertige Karten mitmachen. Mit diesem Rand finde ich auch sehr schön, wenn man einfach mal sich Karten ausstanzen möchte. Ah, hier ist doch die Artikelnummer. Und hier haben wir die nächste. Ist übrigens auch alles Studio Light Material. Also ich mag ja absolut Studio Light Artikel. Muss man ja sagen. Preis-Leistungs-Verhältnis finde ich ganz gut. So, dann haben wir hier Stempel zur Hochzeit. Noch mehr Stempel, Thema Hochzeit.
Dann diesen Stempel hier, finde ich auch ganz schön. Das ist jetzt hier Stempel mit Stanzteil zusammen, beziehungsweise Stanzschablone. Finde ich auch sehr schön, hier mit diesem Schiffchen. Und dann dieser Flaschenpost. Da kann man bestimmt sehr schöne Karten mitmachen. Auch so maritim. Und außerdem ist hier auch noch ein Blümchen dabei und Schmetterling. Herzchen kann man wieder für den Muttertag benutzen. Also wenn ich mir diese Schablone anschaue, habe ich schon mindestens 5 Ideen, was ich mitmachen könnte. Dann einmal diesen Stempel mit Gräsern oder was das ist. Was ist das? Steht nicht drauf, was für Blumen das ist. Vielleicht weiß das ja einer von euch, was das für Blumen darstellen soll. Ja, dann habe ich hier habe ich mir 2 Bänder ausgesucht. Das ist eigentlich das gleiche Band jeweils, nur in 2 Farben. Da kann man auch schön Hochzeitskarten oder irgendwelche festlichen Anlässe. Da kann man sehr schön diese Girlande draufkleben. Oder auch halt bei anderen Bastelsachen, ne? Also theoretisch auch bei diesen Pappartikeln. Also hier kann man sehr viel mitmachen. Und das habe ich in 2 Farben mir bestellt. Ist auch immer interessant, wenn man sich die Sachen anschaut, wie sie in echt aussehen, wie sie auf dem Foto aussehen. Wenn man es in der Hand hält, das ist ja auch noch mal was ganz anderes. Hier haben wir noch mal die andere. Das ist jetzt hier in so ein Beige. Finde ich auch sehr schön. Und was haben wir hier? Ah, sind die nicht süß? Herz allerliebst. Das kann man, da kann man so kleine Miniaturen reinmachen. Kleinen Kuchen oder was auch immer. Ist das süß. 2 Stück. Mal schauen, was ich mir da überlege für. Ja. Das finde ich auch ganz spannend, dieses Thema. Viele arbeiten ja mit Kalligrafie und so. Und ich finde, das passt super zur Kalligrafie. Es passt super zum Kartenbasteln. Und zwar ist das hier Material zum Versiegeln des Briefumschlages. Oder man kann das natürlich auch auf die Karte machen. Da habe ich jetzt hier verschiedene Motive. Einmal den Amor. Dann dieses Motiv, finde ich auch total schön, zum Thema Hochzeit. Dann das hier, das ist dann der Halter, da wird das dann eingesetzt. Und passende Farbe dazu. Da bin ich ja auch mal ganz gespannt, wie das wird. Und ja, da mache ich dann mal Karten und Umschläge zum Thema Hochzeit und Liebe für euch. Und ja, das wird auch ganz spannend. Ja, jetzt habt ihr mal einen kleinen Überblick mal wieder, was ich hier Neues an Material mir bestellt habe. Und wie ihr wisst, werden natürlich bald dann auch schön die Videos folgen. Ich weiß noch nicht, womit ich anfange. Kartenbasteln mache ich ja immer sowieso sehr viel, das wisst ihr. Ich denke mal, vielleicht fange ich mit einer Karte an. Lassen wir uns mal überraschen. Ich mache das immer ganz spontan. Ja, das war's für heute. Ich sage Tschüss.
Bis zum nächsten Mal, eure Tanja.